Jede Woche neu. Der Inside Handy News Flash. Trends, Tests, Tarife. Inside Handy. Einfach wissen. Apple wächst und wächst und wächst und könnte längst die komplette Konkurrenz schlucken. Bis auf Samsung, und mit denen liegt man weiterhin lieber im Gerichtsstreit. In Indonesien hat das BlackBerry für ein blutiges Chaos gesorgt, und unter dem Weihnachtsbaum liegen in diesem Jahr ganz besonders viele Smartphones und Tablet-PCs. Um das und vieles mehr geht's in unserem neuen Inside Handy News Flash. Ich bin Frank Preis. Hallo. Apple wächst weiter zum Riesengigant. Apple verfügt derzeit über ein Vermögen in Höhe von 82 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr, als die US-Regierung zur Verfügung hat und mehr, als die meisten Branchengrößen zusammen wert sind. Der Konzern aus Cupertino könnte also theoretisch HTC, RIM, LG, Motorola Mobility, Nokia und Sony Ericsson verschlingen, zumindest wenn man den Berechnungen der Marktanalysten von RSMCo Glauben schenkt. Einzig Samsung sprengt den Rahmen. Im Juni hatte Apple 53% der Summe der Smartphone-Branchenriesen ausgemacht, nun sind es etwa 61%. Wenn Apple seiner Konkurrenz, mit der Ausnahme von Samsung, aufkaufen würde, blieben den Kaliforniern unterm Strich immer noch 25 Milliarden US-Dollar. BlackBerry Launch sorgt für Chaos. BlackBerrys sind sehr beliebt, zumindest in Indonesien. Läuft man in Jakarta durch eine der überfüllten Straßen, fällt auf, dass nahezu jeder ein RIM-Gerät in der Hand hält. Die Popularität der Smartphones zeigte diese Woche aber ihr hässliches Gesicht. Zum Launch-Event des BlackBerry Bold 9790 haben sich tausende Indonesier versammelt und ein Einkaufszentrum in Jakarta gestürmt, um sich ein Smartphone zu sichern. Um das Launch-Event zu befeuern, gab Research in Motion den ersten 1000 Käufern das Smartphone zum halben Preis. So standen schon in der Nacht auf Freitag die Menschen Schlange. Bei Tagesanbruch begannen die rund 3000 Wartenden an den Eingangstüren zu rütteln. Als kurze Zeit später das Gerücht aufkam, das Gerät sei bereits ausverkauft, kam es zum Chaos. Das Resultat: mehrere Verletzte. Der Verkehr im Zentrum der Hauptstadt kam mehrere Stunden zum Erliegen. Letztendlich wurde das Event zur Sicherheit der Menschen beendet. HTC droht Verkaufsverbot in Deutschland. Für HTC könnte das Weihnachtsgeschäft in Deutschland zum Reinfall werden. Laut Nachrichtenagentur dpa droht dem taiwanesischen Hersteller eine Niederlage im Rechtsstreit mit dem deutschen Patentverwerter IPCOM. Das Unternehmen aus Pullach hatte HTC vor dem Landgericht Mannheim verklagt, weil HTC-Handys IPCOM-Patente den Mobilfunkstandard UMTS betreffend verletzen, und fordert einen Verkaufsstopp. HTC selbst sieht den Verkauf seiner Smartphones aber nicht durch eine eventuelle einstweilige Verfügung bedroht. Selbst wenn es zu einer solchen kommen würde, hätte diese keine Auswirkungen auf den Verkauf von HTC-Smartphones in Deutschland, so das Unternehmen. Panasonic will zurück ins Smartphone-Geschäft. Der Elektronikkonzern Panasonic plant offenbar wieder ins Smartphone-Geschäft in Europa einzusteigen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach sollen erste Panasonic-Smartphones mit Googles Android-Betriebssystem schon im Frühjahr 2012 in den europäischen Handel gelangen. Im Jahr 2015 plane das Unternehmen bereits 7,5 Millionen Smartphones in Europa zu verkaufen, heißt es. Panasonic hatte sich vor einigen Jahren aufgrund des harten Preiskampfes aus dem europäischen Mobilfunkgeschäft zurückgezogen. Smartphones und Tablets sind die Weihnachtsrenner. Die beiden technischen Geräte stehen in diesem Jahr auf den Wunschzetteln der Deutschen für Weihnachten ganz oben. 16% der Bundesbürger wollen ein Handy verschenken oder anschaffen, 13% ein Tablet. Das hat eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Hightech-Verbands Bitkom ergeben. Insgesamt planen 64% der Bundesbürger, in diesem Jahr rund um Weihnachten hochwertige Elektronik zu verschenken oder anzuschaffen. Das entspricht rund 46 Millionen Deutschen. Im vergangenen Jahr waren es 4 Millionen weniger. Apple lässt nicht locker. Nicht einmal 2 Wochen ist es her, dass Samsung sein überarbeitetes Galaxy Tab 10.1N auf den deutschen Markt brachte. Mit einem leicht geänderten Design und mit minimal modifiziertem Namen wollten die Koreaner um den Rechtsstreit mit Apple herumkommen und sich das Weihnachtsgeschäft in Deutschland nicht entgehen lassen. Nun reagiert Apple.
Die Kalifornier wollen mit einer einstweiligen Verfügung den Verkauf stoppen. Diese wurde, wie auch schon zuvor, beim Landgericht Düsseldorf beantragt. Am 22. Dezember haben es die Richter also erneut in der Hand, ob Samsung sein, nach Ansicht des iPad-Produzenten nicht ausreichend modifiziertes Tablet hierzulande weiter verkaufen darf. Das war der Inside Handy News Flash. Woche für Woche die neuesten Trends, Tests und Tarife. InsideHandy.de. Einfach wissen.